Ja, hallo und willkommen zurück zu Super Mario All-Stars. Heute ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir endlich Super Mario World spielen. Und da habe ich mir ein bisschen Hilfe geholt. Hallo. Und zwar meinen Bruder. Er wird den Part von Luigi übernehmen. Und ja, dann werden wir auch nicht lange reden, sondern gleich hier starten. Ja, dieser Spielstand gehört nicht mir, also nicht wundern. Ich habe es nicht gespielt vorher noch. Ja, Super Mario World. Für die meisten immer noch das beste Super Mario World, Super Mario, was es gibt. Abstand sogar. Ja. Na gut, wenn man es mit dem modernen Vergleich geht eigentlich, also die Ideen, die Nintendo immer wieder einbaut, sind richtig toll eigentlich. Ja, hier gleich zweiter Start als Bär. Und der Grund ist, warum ich jetzt unbedingt mit meinem Bruder im Koop spielen will, ist ganz einfach, weil Luigi anders da aussieht als in der Originalversion. Weil hier ist ja die Super Mario All-Stars Version plus World. Was haben wir hier? Welcome, this is Dinosauria Land. In this strange land we find that Princess Toadstool is missing again. Looks like Bowser is at it again. Ja, so viel zum Thema, dass er, ja, Bowser natürlich wieder die Prinzessin entführt hat. Das gleiche alte Spiel. Ja. Hier können wir gleich eine Neuerung sehen im Vergleich zu den anderen Spielen. Und zwar gibt's Yoshi. Textbox hier sagt uns, dass Yoshi nicht zu Hause ist. Ja, weil er seine Freunde sucht. Ja, ich erinnere mich wirklich dran, als ich das Spiel damals gespielt habe. Wir haben uns gar nichts durchgelesen, wir haben uns einfach gespielt. Oder was? Obwohl es damals irgendwie ein Ritual war, wenn man vom Geschäft zurückkam mit einem Spiel, dass man auf dem Rücksitz von den Eltern noch die Verpackung aufgerissen hat und die Gebrauchsanweisung studiert hat. Also wirklich aufgerissen, nicht geguckt, dass die Verpackung vielleicht noch gut aussieht danach. War ja egal früher. Oder Vorfreude. Heute ärgert man sich natürlich drüber, wenn man dann die Verpackung dann nicht mehr hat. Gerade wenn man sich die Preise heutzutage anguckt von Super Nintendo Spielen. Das war natürlich Fail. Jetzt komme ich hier nicht rein. Das kann nur der große Mario. Verdammt. Ja. Nicht wundern, wenn ich hier so teilweise ein bisschen durchlaufe oder einfach durchrenne. Können wir mal gucken, was hier steht. Weil ich kenne ja das Spiel, die meisten Stellen davon. Point of Advice. Item in the box at the top of the... Ah, okay, das erklärt uns quasi, ja, da oben, das Karo. Nee, nicht Karo. Rahmen. Der Rahmen, der... Das ist Karo, das ist PL. Ja, das ist quasi ein, Achtung, Bullet Bill, Banzai Bill eher gesagt. Das speichert uns ein Item. Heißt ein Inventar? Ja. Ein Slot-Inventar. Ja. Deswegen, das ist auch übrigens der Grund, warum ich Super Mario Bros. 3 viel besser finde, weil da können wir uns viel mehr speichern. Ja. Wie man hier sieht, ich habe jetzt die Blume eingesammelt und der Pilz ist oben als Ersatz reingewandert. Und wir können auch, wenn ich auf Select drücke, nee, nicht Pause, Select, kann ich mir den auch immer wieder runterholen. Ja, nicht so, wie ihr denkt. Ja, hier sind wir gleich am Ziel. Nach 5 Treffern stirbt er auch. Und hier ist das berühmt-berüchtigte Ziel in Super Mario World, wo wir Sterne bekommen, wenn wir die, wie nennt man das Ding nochmal am besten? Das ist... Das, was rauf und runter geht. Das ist irgendein Schwebebeil. Ja, sowas ähnliches. Also nicht drüber springen, sondern das Ding genau berühren. Ja. Jetzt kommt gleich der interessantere Teil. Und zwar übernimmt mein Bruder jetzt endlich mal das Spielen. Das ist auch mal. Er hat keine Lust auf den, auf den Schalter. Ich muss die Unity nachher. Ja. Und wie man hier sieht, Luigi sieht natürlich ganz anders da aus. Also viel besser angepasst, dass man auch erkennt, dass es Luigi ist. Weil im Original sieht Luigi genauso aus wie Mario, nur halt in grün. Ja, hooray! Ja. Thank you for rescuing me! My name is Yoshi. On my way to rescue my friends, Bowser trapped me in that X. Das ja. Erste Spiel, in dem Yoshi reden kann. Ja, genau. Stimmt eigentlich. Das macht er doch auch. Du Spin. Ja, das ist das, was du vorhin gemacht hast, was halt nur, ja. Wenn man groß ist, kann man schön diese Blöcke unter sich kurz zum Drehen bringen, damit man da weiterkommt, genau. Damit man eine Durchgang hält. Oh, Yoshi! Hol ihn dir! Schalt mich nicht so leid, gerne. Ja, Yoshi hat halt den Vorteil, er kann alles alles verschlucken. Und auf welche Anzahl? Außer den Gegner jetzt, speziell. Ich glaube ab 10 oder 5 von diesen Äpfeln, die er da rumhängen. Da legt er ein Ei und gibt auch ein Pilz. Ein Pilz oder ein One-Up? Ein
Pilz, denke ich. Können wir gleich sehen. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn wir zwischendrin nicht noch einen pinken Pilz einsammeln. Muss ich den hier? Ja, du musst den kurz zurücklassen, ja. Läuft es. Da kommst du dann hoch zu der Dragon Coin. Ist keine Yoshi Coin übrigens, die heißt wirklich Dragon Coin. In allen Sprachen, auch im Japanischen. Ist also kein Übersetzungsfehler. Ja, und wenn wir 5 Stück davon eingesammelt haben, kriegen wir auch ein extra Leben. Ja, wie ich gesagt habe. Und bei den pinken sind es, glaube ich, 2, wenn man die hintereinander einsammelt, dass man dann... Ja. Sehr höchst interessant. Ja, wenn man hier Yoshi hat, hat man natürlich den Vorteil, dass man nicht unbedingt die Blöcke benutzen muss, um die schwebenden Fragezeichenblöcke zu treffen. Ist auch, glaube ich, nur ein Leben versteckt. Und was den Leuten auch auffällt, wenn man auf Yoshi sitzt, verändert sich auch die Musik. Wenn man sie ja so hört jetzt. Da hat man so eine Bongo-Trommel im Hintergrund. Ja. Ja, die Musik, die ist halt wirklich prägend bei dem Spiel. Absolut. Ja. Man merkt auch, dass mein Bruder wieder Spaß hat. Der hat auch schon seit längerem nicht mehr gespielt. Ja, und je höher wir an diesen Schwebebalken kommen, umso mehr Sterne kriegen wir. Ist natürlich getrennt zwischen uns beiden. Also, ja. Die Sterne sind wie man gerade auch gesehen hat, Luigi hat auch eine ganz andere Haltung, wenn man das Level mit Yoshi besiegt. So, und ich lasse es mir nicht nehmen und mache hier den Yellow P-Switch. Der, ja, so eine Art Bonus-Level ist. Und hier gibt es natürlich sehr viele Münzen, wo man natürlich auch ganz viel Leben holen kann. Ja, der P-Switch sorgt dafür. Warte mal, kann ich nicht rennen? Ah doch, wollte gerade sagen hier. Aber nicht, wenn man die ganze Zeit springt. Das ist erst bei anderen Spielen so gewesen. Ja, man muss erst ein bisschen Anlauf holen, damit er das macht. Und drauf! Ja, und dieser P-Switch. Switch Palette, ja, deswegen P-Switch. Sorgt dafür, dass alle umrahmten Blöcke, die wir gesehen haben, jetzt auch voll werden. Natürlich speichern. Und das sind jetzt dann auch Pilze versteckt. Und helfen natürlich auch an verschiedenen Stellen, das Level einfacher durchspielen zu lassen. Ach ja, die Musik. Wenn ich die höre. Ich habe dir jetzt auch schon bei verschiedenen anderen Let's Plays wieder gesehen, das Spiel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich die Musik höre, wollte ich unbedingt das Spiel hier weiterspielen. Ja, und das Problem ist, dass halt mein Bruder nicht immer Zeit hat zum Spielen. Deswegen wir auch jetzt erst dazu kommen. So, ich werde auch übrigens keine Parts nennen, weil diese Aufnahmen entstehen noch bevor ich Super Mario Bros. 3 angefangen habe. Nicht, dass sich dann einer wundert. Nur damit ich halt dann die Reihenfolge trotzdem so beibehalten kann, dass ich erst Super Mario Bros. 3 hochladen werde und danach dieses Spiel. Ja, die Musik, ey. Könnte ich mir den ganzen Tag anhören. Ja, wie man unten gesehen hat, wenn wir jetzt den P-Switch nicht aktiviert hätten, den gelben. Ja, das ist eine verdammt gefährliche Situation. Ja, dass man da einfach runterfällt. Ja, diesen Block habe ich damals nie wirklich verstanden, habe ich nachgelesen. Wenn wir 30 Münzen eingesammelt haben in dieser Welt, ist da ein Extra-Leben drin. Also eigentlich eher vernachlässigbar. Weil wir werden hier, glaube ich, mit Leben ohne Ende zugeworfen. Also denke ich, dass wir da irgendwie Game Over gehen. Yoshi, jeder weitere Yoshi gibt ja ein Leben. Wenn man noch auf einen sitzt. Na? Stimmt, stimmt. Wenn wir einen Yoshi in der Welt finden, wo wir schon Yoshi haben, kommt dann One-Up raus. So, Mario schleicht jetzt hier mal ganz gemütlich zum nächsten Level. Und obwohl es aussieht wie ein Wasserlevel, ist das eigentlich ein Überwasserlevel. Aber mit derselben Musik. Ja, sehr schön. Doppelte Blume. Ja. Und das ist halt jetzt der Vorteil, wenn ich getroffen werden würde, könnte ich mir oben die Blume holen. Ist da was drin? Ja, genau. Boah. Was? Okay, ein Poké, der unverwundbar gegen Feuer ist. Sag mal her, if you are in an area that you have already cleared, you can return to the map screen by pressing start and then select. Ja, also wenn wir irgendwie nur irgendwas holen wollen aus dem Level, zum Beispiel ein Yoshi oder ein Power-Up, dann können wir da uns das Power-Up holen und gleichzeitig wieder raus. Zählt das Level aber als
Also es würde dann wechseln auf den anderen Spieler. Ich denke schon, ja. Bin ich mir gar nicht sicher. Das bedeutet, Yoshis Haus ist das einzige Level eigentlich, wo der Wechsel nicht provoziert wird. Ja. Oh, nicht ins Wasser fallen. Das sind wir langsam. Nein. Ah, hatte ich gleich schon Leben. Egal. Passt hin. Ist ja egal. Ja, die... Jetzt habe ich den Block übersehen. Egal. Ich denke mal, da hat drin gestanden, das, weil ich schon erklärt habe, dass wir halt das Ziel, wenn wir das in einer gewissen Höhe treffen, dass wir dann mehr Sterne bekommen. Das ist eine Information, ohne die du das Spiel unmöglich bewältigen kannst. Oh ja, ja. So wie wir damals, gell? Komplett ohne zu lesen. Ja, wie man hier sieht, in die Castle dürfen wir nicht mit Yoshi rein. Hundeverbot. Ja, sozusagen. Die, die Haustiere müssen draußen bleiben. Ja. Das müsste aber jetzt noch immer derselbe Sprite sein wie Mario. Das, ja, ich denke schon, dass es dasselbe Sprite ist. Aber wenn zum Beispiel, wie man gesehen hat, wenn Luigi mit Feuerbällen schießt, dann macht er das ganz anders da als Mario. Der spuckt die irgendwie. Anstatt dass er auch so mit der Hand schießt. Ja, und bei dem Spiel hier merkt man schon, obwohl das eigentlich ja ein Release-Titel für Super Nintendo war, da hat sich Nintendo damals schon, also das war quasi das Vorzeigespiel, um zu zeigen, was die Konsole drauf hat. Zum Beispiel, dass man hinter die Sprites gehen kann, als Beispiel. Oder dass man, Point of advice. One of Yoshi's friends is trapped in the castle by Iggy Cooper. To defeat him, push him into the lava pool. Ist natürlich lustig, dass auch gleich am Anfang erzählt wird, wie man den Boss besiegt, obwohl er nicht mal dort ist. Die Lava wird aufpassen. Na links. Bisschen grausam. Ist auch nur ein bisschen übertrieben, dass hier diese riesigen Hämmer runterkommen. Also ich meine, größer geht's nicht mehr. Ja, haben wir auch noch eine Feuerblume. Ich weiß gar nicht, ob man den auch mit Feuer, mit den Feuerblumen runterkicken kann. Ja, auch hier die Musik sehr schön. Also zwar düster, aber trotzdem toll. Ich glaube, ich muss ganz nach rechts jetzt. Nee. Oh, oder so, ja. Besser. Okay. Das funktioniert auch, ja. Der bewegt sich in die Richtung, in die sich die Plattform gedreht hat. Willst du jetzt nicht das erste Mal Game Over gehen, oder? Nein, das ist alles noch machbar. Ja, gib's doch zu, du wolltest das mit dem kleinen Luigi schaffen. Ich hab schon vergessen, man muss ja auch ein bisschen länger das Sprite vom kleinen Luigi sein. Genau. Ja. Die schöne Animation. Boom. Ja. Erstmal das ganze Schloss in die Luft gejagt. Ja. Ja, Mario in den Luigi. Ja, da stimmt was ganz ungefähr. Ja, da steht gerade, dass Mario den Igikur besiegt. In diesen ganzen Mario-Spielen kriegt der Luigi nie auch nur einen ansatzweise einen Hauch von Aufmerksamkeit. Das ist schlimm jedes Mal. Ja, ich glaube, das musst du so wegdrücken, dass es weitergeht. Ah, ja. Und weiter geht's. In welcher Zeit sind wir eigentlich momentan? Bei 13 Minuten, also wir sind doch relativ schnell. Ja, und wie man hier sieht, hier sind die Level ja alle gelb, also mit so einem gelben Punkt versehen. Und die roten Level, wo jetzt Luigi draufsteht, das sieht man jetzt zwar nicht mehr, aber das sind mehrere Abkürzungen, nicht Abkürzungen, mehrere Ziele. Oh. Und hier haben wir die erste neue Fähigkeit, die mir seit den anderen Spielen, nicht gab. Und zwar die Feder, mit der wir fliegen können. Ja. Ich möchte natürlich nicht nur fliegen, sonst sehen wir die Hälfte von dem Level hier nicht. So. Ja, und das Cape ist natürlich sehr von Vorteil, weil wir damit fast alles besiegen können. Also, egal, ob jetzt groß oder klein, aber fast, ja. Nicht, dass man sich jetzt denkt, oh, puh, das war knapp bei einer selbst abgeschossen. Der Schläger. Ja. Und man hat natürlich viel lieber die Feder. Ja, hier ist ein Bonus-Level, wo wir, ja, Tic-Tac-Toe spielen müssen, so mehr oder weniger. Und da habe ich auch einen Trick gesehen, und zwar,
Das ist immer also zufällig, man weiß nicht genau, wo was drin ist. Wenn wir uns aber hier an die Seite stellen und die so auf... Okay, das war jetzt blöd. Wenn wir die aber so aufmachen, dann sind es immer... Immer ein Leben. Das kennt jetzt, glaube ich, mein Bruder auch noch nicht. Nein, das ist... Das ist... Vollkommen neu. Interessant, gell? Komplett gegen die Regel. Absolut gegen die Regel, ja. Ja gut, ich glaube, die späteren Bonus-Level werde ich einfach ignorieren. Weil, ja, wie gesagt, Leben gibt es hier zuhauf. Ja, Yoshi, komm her. Komm her! Die wird aber auch schneller wachsen, wie so ein Xenomorph. Ja, ja. Wo? Hast du es gerade gesehen? Ich wollte die Blume einsaugen, verschlucken und dann hat die wieder da gestanden. Ja, und der Vorteil ist auch, wenn wir das Cape haben, können wir schön gleiten, also auch mit Yoshi. Ja, und hier oben hätten wir dann unser erstes Bonusausgang. Ui. Ne, mit Yoshi sind wir leider zu groß. Ja, was steht hier? The red dot areas on the map have two different exits. Ja, wie ich gesagt habe, dass es halt zwei verschiedene Ausgänge gibt. Das könntest du allerdings auch erreichen mit dem Cape. Ja, das könnte ich auch mit dem Cape erreichen. Könnte ich auch mal ausprobieren, ob ich da hochkomme. Wo? Nicht ganz. Der arme Yoshi. Erstmal voll die Stampfattacke drauf gemacht, aber ich probier's nochmal. Vielleicht ein bisschen früh abspringen. Ja gut, das war nix. Na gut, am besten kommen wir da später nochmal zurück, wenn wir den grünen P-Switch aktiviert haben. Ja. Die langsamsten Baseballer. Hey, man muss ja die Chance haben, ausweichen zu können. Oh, eine 40. Sehr schön. Ach ja, Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, das macht wieder richtig Spaß. So. Das ist die verwirrenden Level, kommen die Geisterhäuser. Wo man nicht weiß, wo es lang geht. Ja, das wirst du dann noch sehen. So, ich denke mal nach dem Part von meinem Bruder hier, wird es dann auch wieder mit dem Ende. Dann muss er schon ein bisschen höher sein, damit er da drankommt. Ach ja, wer liebt sie nicht, die Scrolling-Level? Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass es mir bei dem Spiel nicht wirklich gestört hat, wenn irgendwas scrollt. Oh, das war aber knapp. Das ist alles noch. Alles noch machbar, ja. Ach Gott, ja. Ja, der rennt zwar außerhalb vom Screen, aber wenn er irgendwo dran dotzt, dann kommt er doch wieder zurück. Siehst du? Da ist er. Ja, wir lassen doch einfach weg. Er kommt. Achtung, nicht zerquetschen lassen. Ich finde es auch irgendwie süß, wie Yoshi aussieht, wenn man sich dreht. Wenn er so nach vorne guckt, so leicht. Ach ja. Ja, soviel ich weiß, ist in dem Level auch der geheime Ausgang zum grünen P-Switch. Also musst du, glaube ich, in irgendeine Röhre reingehen können. Ich denke mal die grüne. Yoshi! Will ich mal machen, was ich... Oder in die? Irgendwie? Ja, genau. Okay. Und das mit dem Yoshi gemacht? Oder war das einfach nur so ein Ausgang? Gut, ich weiß gar nicht mehr, wie diese Football-Typen da heißen. Die haben einen ganz bestimmten Namen. Ah, nee, okay, da siehst du es. Nee, nee, du kannst dann auch durch die Wand oder komplett kaputt machen. Also was wir eigentlich hätten machen müssen, wenn Yoshi einen blauen Panzer in den Mund nimmt, dann kann er damit fliegen. Dann wachsen ihm Flügel. Dann hätte man oben wahrscheinlich irgendwas erreicht. Da hätte man das geheime Level erreicht, denke ich mal. Stattdessen haben wir gar nichts erreicht. Ja doch, zumindest sind wir jetzt zum rausgekommen. Wie sieht es mit der Zeit aus? Ich glaube, ich versuche noch einmal, also das Geisterschloss hier, und zwar versuche ich hier das Geheimnis zu finden. Ja, Yoshi darf hier natürlich auch nicht rein. Und zwar muss ich jetzt versuchen, hier ganz links hochzufliegen, ohne mich treffen zu lassen. Ja, passt. Muss man auch erstmal drauf kommen, dass es hier so einen Secret-Ausgang gibt. Und dieser geheime Ausgang ist sehr hilfreich. Hier haben wir auch ein Leben, wenn wir holen wollen. Geisterleben. Oh Gott, kommen die tief. Oh, rein da.
Und hier haben wir einen Secret-Ausgang zu einer Secret-Area. Die übrigens genauso wie das Yoshi-Level fungiert. Also da kannst du rein und wieder raus dann. Ist ein bisschen sinnlos, dass das Exit-Schild außerhalb des Hauses. Ja, ist doch gut, oder? Oh, ich habe hier einen Bonus, den machen wir noch. Wenn ich mich jetzt richtig positioniere, kann ich hier ganz viel Leben einsammeln. Ja. Das klappt soweit. Klappt das beim ersten Versuch. Sehr schön. Wir haben natürlich die maximale Menge an Leben bekommen. 8 Stück an der Zahl. Mario lässt sich auf seinen Kopf fallen. Ja, sehr schön. Peace. Der kleine Mario freut sich. Ich freue mich auch. Ja, wie man sieht, ein geheimer Ausgang. Passt natürlich, dass wir hier auch speichern können. Und ja, und damit würde ich sagen, das war's mit dem Part für heute. Ich hoffe, heute hat euch gefallen. Mein Bruder darf auch Tschüss sagen, wenn er möchte. Und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.